Ja, mein Name ist Helga Scholz-Dallo. Ich bin seit Frühjahr letzten Jahres bei dem Fototreff für Einsteiger dabei. Ich fotografiere sehr gerne in der Natur, bevorzugt Pflanzen, wo dann sich auch die entsprechenden Insekten drauf tummeln. Und Landschaftsaufnahmen mache ich auch sehr gerne. Für diese Ausstellung habe ich ein freies Thema oder mich für das freie Thema entschieden. Und das war dann gar nicht mal so einfach, weil freies Thema bietet so ein großes Spektrum an Raum, sodass ich erst mal überlegen musste, was mache ich überhaupt da draus. Und dann hatte ich noch ein bisschen Zeitdruck dabei, weil wir den Abgabetermin oder unseren Fototreff hatten an einem Tag direkt nach einer Reha, die ich in Norddeich an der Nordsee verbracht habe. Und ich hatte bis dato gar keine Gelegenheit und auch keine Idee, was ich daraus mache. So, und dann bin ich an meinem letzten Tag bei der Abreise quasi noch mal etwas wehmütig durch den Ort gelaufen. Und die Stimmung war dann sowieso so ein bisschen gedrückt, weil es war einfach eine schöne Zeit. Das Wetter war ein typischer Sommertag in Norddeutschland, nämlich Nieselregen, alles grau in grau. Ja, und dann bin ich quasi im Hafen von Norddeich über diese Schiffsketten gestolpert. Und das passte dann irgendwie so auch, wie gesagt, so zu der Stimmung an dem Tag. Ja, und dann habe ich das letztendlich dann im Foto festgehalten und mit dem Titel Was rastet, das rostet. Das passte dann auch so ganz gut zur Reha, weil da wurden wir natürlich zum Sport animiert. Und letztendlich sollten wir natürlich auch nicht rasten, um zu rosten. Ja, und das ist dann eigentlich so die Geschichte zu meinem Bild. Und ich freue mich, wenn Ihnen allen die Ausstellung hier gefällt.